Claudia Friedl, 50 Jahre Frauenstimmrecht. Wie sehen Sie das? Was hat sich getan? Es hat sich viel getan. Es hat sich ja auch viel getan. Ich meine, die Schweiz, die sich als älteste Demokratie sieht, hat erst vor 50 Jahren der zweiten Hälfte in dem Land, also den Frauen, Stimmrecht gegeben. Das war ja wirklich überfällig. Und jetzt freuen wir uns, dass Frauen wie der Hanna Saalfeld uns den Weg geebnet haben. Okay, aber geebnet, also ihr müsst sie weiterhin ebnen. Also wie erfahren Sie jetzt im Nationalrat, überhaupt im täglichen Leben? Im Nationalrat haben wir den Vorteil in der SP, dass wir 50% Männer, 50% Frauen sind. Für das haben wir lange gearbeitet. Wir haben geschaut, dass es immer Frauen, Männer gleich viel auf der Liste gibt, damit auch gleich viel gewählt werden. Das ist uns gelungen. Also, ausser, also die göttliche Ordnung erst im 71. Gell, in der Schweiz ein bisschen umgestossen worden. Österreich schon 1918, die Türkei war früher, später war Liechtenstein. Ich muss Ihnen mal etwas erzählen. Beim Frauenstimmrecht bei Liechtenstein bin ich mit einer Frauenrechtlerin kurz vor dem Frauenstimmrecht aus einer Beiz rausgeschossen worden. Hat man gesagt, über das würden wir dahinten nicht verhandeln. Ist Ihnen so etwas auch passiert? Nein, das ist mir nicht mehr passiert. Ich meine, ich war ein Kind, wo das eingeführt worden ist, das Frauenstimmrecht. Meine Eltern waren Ausländerinnen und Ausländer. Also von dem her hat sich bei mir noch nicht sofort etwas geändert. Aber ich selber habe es dann natürlich schon gemerkt. Und habe mich darum von Anfang an immer interessiert politisch und immer auch für die Frauenrechte eingesetzt. Und dann haben wir auch Politikerinnen, Magistratinnen, oder? Also Metzler, Roos, Kopp. Ja, dann hat das Gefühl gehabt, auch weil es Frauen gewesen sind, oder? Ist denn der Job auf einmal ja, weggefallen für Sie? Das hat sicher eine Bedeutung gehabt. Also da, sind, da laufen einfach dann Kräfte, die sicher anders sind als bei den Männern. Männer haben ihre Netzwerke und die haben sie leider immer noch viel stärker als Frauen. Und da müssen wir richtig noch zulegen. Was wir noch müssen zulegen, das sage ich jetzt einmal so als Mann, ist es schön, wenn wir einen Vaterschaftsurlaub haben. Aber ich denke immer so, auch wenn ich jetzt eine Frau wäre, ich würde ein Kind bekommen und können Frauen ein Kind bekommen, dann habe ich in der Schweiz 14 bis 16 Wochen Mutterschaft. Das ist international eigentlich ein Hohn. Also, ich kenne verschiedene Frauen, die wirklich der erwerbstätige Faktor sind, oder? Die verschrecken, wenn sie ein Kind bekommen. Also, in Österreich ist das 2 Jahre, in Deutschland ist es auch ganz anders. Kita kostet bei uns einiges. Müssen wir auch nicht etwas für Familie, für Frauen speziell tun? Da haben wir sicher noch etwas vor uns. Jetzt haben wir mal die 2 Wochen Vaterschaftsurlaub, wie Sie gesagt haben. Das ist ja sehr, sehr wenig. Es braucht eine längere Zeit, auch für die Väter. Es braucht ältere Zeit, wo sich die Eltern auch gegenseitig aufteilen können. Ich glaube, diese Flexibilität, die verlangt man heute. Und da müssen wir daran arbeiten. Und da werden wir auch früher oder später erreichen. Aber wissen Sie, also ich bin ein bisschen ungeduldig. Auch wenn ich eine Frau wäre, wäre ich noch viel ungeduldiger. Ich muss Ihnen einfach jetzt sagen, ich sage nochmal, eine Kita in Österreich 120 Euro, 2 Jahre lang, einen Job pragmatisiert und Mutterschaftsurlaub. Und wir haben in all diesen Jahren, also eigentlich können wir uns nicht brüsten mit 50er Frauenstimmrecht, das nicht hergekriegt. Also ich meine, es geht sich etwas. Es ist so ein ganz kleiner Schritt. Also zwischen 16 Wochen und 2 Jahren ist halt ein Riesenschritt. Natürlich ist es ein Riesenschritt, aber was wir möchten, ist, dass auch die Frauen im Beruf drin bleiben können. Und dafür ist eine ältere Zeit das Richtige, vor allem wenn sie sehr lang dauert, dass eben Männer und Frauen sich das aufteilen können, die Erziehung und die Erwerbsarbeit. Da haben Sie recht, aber Vollkostenrechnung bei der Kita 80 Franken wird dann je nachdem steuermäßig abgefedert und so. Ich sage nochmal, Österreich im ganzen Monat 120 Euro. Wenn eine Frau berufstätig sein oder beide berufstätig sind, braucht man sehr oft eben auch eine Kita. Auch das ist eigentlich in der Schweiz nicht erschwinglich. Also sind wir irgendwie so ein bisschen ein veralteter Staat? In dieser Hinsicht sind wir es, jawohl. Gerade auch was Kitas anbelangt, wir fordern schon lange, dass die kostenlos sein sollen, damit eben jede und jede die Chance hat, auch im Beruf können, den Fuß drin zu behalten und trotzdem eine Familie zu haben. Das heisst, die ersten 50 Jahre sind geschafft, wir hoffen auf die nächsten. Ja. Sei Claudia Friedl Nationalrätin im Amt. Und dann war sie hier, Hanna Saalfeld-Singer, eine von 11 gewählten Nationalrätin im 1971. Also es geht um 50 Jahre Frauenstimmrecht, aber was mich jetzt speziell freut, man sieht eine gewisse Ähnlichkeit, gell? Mit dem Kurt Singer, sie sind Schwester,
Das heisst, Buchs heisst fast ein bisschen back to the roots, he? Ja, weil die Grossmutter schon da gewohnt hat. Und Sie wissen, gell, die Jungen, die haben natürlich synchron geschwommen. Die sind 2-3 Minuten unter Wasser gewesen, oder? Ja, das wäre nichts für mich. Aber tiefen Schnauf haben Sie ja gebraucht. Und viel Schnauf, he? Brauche ich heute Nachmittag auch. Viel Durchhaltewille, he? Haben Sie das Gefühl, es hat sich etwas zu tun bezüglich Frauenrecht? Also? Ein bisschen schon. Also wenn ich zurückdenke, dann nicht nur ein bisschen, ein paar Sachen, ja. Aber da erzählen dann die heutigen Frauen, was noch wollen oder sollten. Oder der Mann hinter der Kamera. Ja. Was mich ein bisschen stört, zum Beispiel meine Frau ist Österreicherin, die haben zum Beispiel viel länger Mutterschaft, Kitten sind viel billiger, in Deutschland ja auch und so. Ich weiss. Die Schweiz noch etwas zum Nachholen, nicht? Ja, wenn die Männer anbieten und könnten, ja. Haben Sie heute noch Einfluss, also wenn Sie so etwas sagen? Nein. Ich halte mich in der Schweiz zurück, weil ich ja schließlich in Norddeutschland lebe. Gut, aber hier im Buchs nehmen wir natürlich Ihre Stimme immer wahr. Wenn Sie mal etwas sagen hätten, melden Sie sich. Ich erzähle von der Vergangenheit. Mit Blick auf die Zukunft. Meinetwegen. Diplomatisch wie eh und je, das lernt mit der Politik und dann ab zum Interview mit dem TVO. Strenge Regeln hier, 3G, graue Kontrolle. Ja, das Interview vom TVO mit der Hannes Alfeld-Singer, immer begleitet von der Barbara Gysi. Und ich habe Katrin Schultes, Gemeinderätin und SP-Kantonsrätin, gefragt, was denn so gelaufen sei jetzt bezüglich Frauenstimmrecht. Auf jeden Fall ist etwas gelaufen, aber wir sind eigentlich immer noch unterwegs. Wir müssen immer noch in gewissen Themen müssen wir immer noch durchgreifen und uns einfach sensibilisieren auf das Thema, aber wir sind sicher einen Schritt weiter oder zwei Schritte weiter und jetzt die nächste Hürde werden wir auch noch überstehen und uns einsetzen für weitere Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft. Es braucht Power, gell, von den Frauen, aber natürlich auch von Männern, die das auch eingesehen haben. Es braucht beides, dass die Unterstützung da ist. Es braucht irgendwie wirklich das Miteinander, oder? Es braucht das Miteinander, es braucht auch Gesellschaft, die das einsieht, dass wir Frauen arbeiten wollen, dass wir wegen trotzdem die Vereinbarkeit von Beruf und Familie immer mehr ins Zentrum rücken. Und da brauchen wir alle. Und das ist eine gemeinsame Sache, ja. Auf jeden Fall. Du bist Politikerin, also Kommunalpolitikerin, du bist im Kanton Politikerin. Genau. Wie erfährst du das dort? Dort sehe ich, dass wir haben Diskussionen, wo wir auch sehen, wie die Schere auseinandergeht. Aber unter uns, jetzt auch Frauen, wünschte ich mir trotz allem auch noch ein bisschen mehr Solidarität. Habe ich selber so erfahren, gell? Dass jemand mal die Solidarität unter Frauen, aus was für Gründen auch immer nicht da ist, vielleicht auch aus einer gewissen Angst raus, oder was hat er? Ich glaube, so die zementierten Rollenbilder sind halt immer noch zum Teil in den bürgerlichen Lager fest da. Und man traut sich vielleicht noch zu wenig, um auch den eigenen Weg zu beschreiten. Und das braucht vielleicht doch noch mal eine Runde. Und wir sollten uns nicht bekämpfen, sondern uns unterstützen in unseren Anliegen. Was ist das? Herzensack fotografiert Frauen? Genau. Ist das ein Wahlprogramm oder warum machst du das? Ich bin nur da zur Unterstützung bringen. Du unterstützt Frauen? Ich denke, das machen wir alle, oder? Aha, das ist schon okay. Ein Teil vom Programm, schon seit mehreren hundert Jahren. Fühlt ihr euch unterstützt? Ja, wir sind eine Zebeler-Delegation. Also, ihr fühlt euch unterstützt? Ja, sicher. Auch von den Männern? Je nachdem. Frauensolidarität, auch ein Thema? Ja, auf jeden Fall. Darum sind wir ja alle da. Drückt jemand mal noch, gell? Frauensolidarität. Nein. Ausbaufähig. Aber je nachdem. Was meinst du? Ausbaufähig. Gell? Gell? Ja, gell? Frau gegen Frau? Drückt nein, man noch? Nicht? Nein, das habe ich gar nicht das Gefühl. Okay. Also, ich habe jetzt sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und fühle mich sehr, sehr wohl in dieser Frauendelegation. Ja, ich glaube, das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Also, das ist immer fortschrittlich. Hat sich etwas getan in den letzten 50 Jahren? Ja, also hoffentlich auch, ja. Was sagst du, hat sich etwas getan? Ja, das hat man schon gemerkt. Ja. Und was sollte noch kommen? Was sollte noch kommen? Noch mehr Frauen. Aha, also Frauenpower oder mehr Frauen? Ja, Frauen, die mehr Stimmen haben, ja. Und Frauen, die sich auf das Mikrofon getrauen, die meisten weichen wir meistens aus, gell? Hängen da mit dem ein bisschen zusammen, nicht? Das ist so. Gell? Das muss man üben. Barbara Gysi, was hat sich die letzten 50 Jahre? Ja, ich glaube, es ist ein bisschen selbstverständlicher geworden, dass Frauen politisieren, dass Frauen sich das Wort auch nehmen. Manchmal müssen wir es uns immer noch erkämpfen. Frauen werden immer noch nicht ganz so gut gehört, wie das sollte sein. Aber ich glaube schon, es hat sich einiges verbessert.
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Frauen können heute beides machen. Frauen sind in der Politik, Frauen können auch Karriere machen, aber es sind immer noch sehr viele Steine im Weg. Also wir sind auf dem Weg, gell? Wir sind auf dem Weg und wir kämpfen natürlich immer wieder dafür um Verbesserungen, bezahlbare Kindertagesstätten, dass auch die Rahmenbedingungen für Frauen, die wollen, sich eben weiterentwickeln, dass sie wirklich auch da sind. Und ich finde es enorm wichtig, dass Frauen nicht nur gute Ausbildungen haben, sondern dass sie dann das eben auch im Beruf umsetzen können. Und auch wählen müssen sie. Ich stelle als Journalist immer wieder fest, wenn ich mit dem Mikrofon komme, dann weichen mir reihenweise Frauen aus. Die reden zwar mit mir, sie sind sehr freundlich, aber Aussagen machen sehr oft nicht gern. Wenn sie sich immer verstecken, dann ja, dann hat man natürlich unter Umständen auch nicht das zu sagen, was man gerne würde sagen. Gut, wenn man sehr oft gehört, dass man eigentlich nichts zu sagen hat, dann ist es dann halt vielleicht ein bisschen schwieriger, wenn mal jemand mit der Kamera kommt. Ich glaube, an dem müssen wir alle arbeiten. Oder Frauen auch zu motivieren, junge Frauen sich zu Wort zu melden. Ich mache das immer wieder. Ich habe auch eben im Mentoring-Programm junge Kolleginnen begleitet. Das muss man ein bisschen lernen. Aber ich erlebe natürlich schon, dass wir Frauen doch immer noch viel kritischer beurteilt werden. Und darum verstehe ich auch, wenn Frauen sich das zweimal überlegen. Heute hat mir eine Kollegin gesagt, im Pensionsalter, die selber auch Politikerin ist, Frauen mögen auch weniger die Angriffe vertragen. Stellen Sie das ja, bei Ihrer Begleitung auch fest? Ja, und man muss natürlich sagen, die Angriffe die werden schon auch immer persönlicher und sie sind natürlich immer dichter, weil mit den sozialen Medien ist die Hemmschwelle doch enorm gesunken. Frauen sind auch früher angefindet worden. Ich glaube, das ist so. Aber heute ist es extrem schnell, man wird wirklich zugespammt, wenn man etwas gemacht hat, wird man sehr oft sehr schnell bombardiert und ja, da muss man sich manchmal auch eine dicke Haut zulegen. Das heisst, wenn wir die nächsten 50 Jahre etwas erreichen wollen, wo zum Beispiel auch einen internationalen Vergleich standhalten, dann müssen wir auch miteinander auf den Weg gehen. Also nicht nur Frauen, sondern eben wirklich auch partnerschaftlich Männer, Frauen miteinander. Weil es ist ja eigentlich wirklich eine Schande, oder, dass man sich heutzutage immer noch für Gleichberechtigung einsetzen muss. Ja, und es ist eine gemeinsame Aufgabe, eine gesellschaftliche Aufgabe, die Männer und Frauen wirklich gemeinsam auch machen müssen. Und ich glaube, es zeigt eben auch, dass das Resultat in der Politik, aber auch in der Wirtschaft besser sind, wenn man das eben vielfältige Teams hat. Und da gehören Männer, Frauen und alle dazu. SP-Frau im Nationalrat, da sind natürlich 50-50 in der Fraktion, aber in anderen Fraktionen natürlich nicht. Also wäre das etwas, wenn einfach die Vertretung der Frauen besser wäre? Also ich stehe dazu, dass Quoten ein wichtiges Mittel sind. Es gibt Parteien, dort ist es extrem schwierig. Da muss man ein grosses dickes Portemonnaie haben, um vorwärts zu kommen. Und ohne Quoten geht nichts. Das haben eigentlich die Vergangenheit gezeigt. Sie sind trotzdem guten Mutes, dass wir da etwas einkriegen. Ja, als Sozialdemokratin und Frau habe ich früh gelernt, zum kämpfen. Und nur wenn wir gemeinsam dafür anstehen, dann gibt es Verbesserungen. Aber die letzten 50 Jahre haben auch gezeigt, es sind Verbesserungen möglich. Ein Lichtblick auch in der Schweiz. Man denkt vielleicht einmal in kleinen Karos, in einem kleinen Land. Wenn man in grösseren Karos denken würde, dann würde man sich vielleicht mal diese und jene Literatur herholen. Schauen, was Frauen alles könnten, was sie geleistet haben. Es ist ja keine Frage, ob Mann oder Frau etwas besser kann. Beide können sicher gut und miteinander geht es eben noch besser. Sensationelle Schweizerinnen und Schweizer, ja, die werden dieses Land stärken. Es gibt viele gute Beispiele. Tilde Fessler zum Beispiel ist ein so Beispiel. Ich habe sie dürfen befragen. Mathematikerin, Lehrerin, Nationalrätin, lang Kantonsrätin gewesen, fast Bundesrätin geworden, hätte es auch noch sein können. Was hat sich jetzt in den letzten 50 Jahren in deiner politischen Beobachtung bezüglich Frauenstimmrecht? Ja, so gut war einmal, dass an meinem 20. Geburtstag das Frauenstimmrecht eingeführt war. Das geht etwa seit 3 Monaten. Aber das war erst ein erster Schritt so auf dem Weg zu der Gleichstellung. Als ich geheiratet habe, hat es zum Beispiel noch geheißen, der Mann ist das Oberhaupt der Familie. Das ist jetzt nicht mehr mit der Gesetzesrevision. Es ist mir gleichberechtigt. Oder dass der Mann hat können, der Frau verbieten konnte, arbeiten zu gehen. Das hast du alles erlebt? Ja, das war noch zu meiner Zeit. Gut, mein Mann hatte ja nie so eine Idee. Ja. Also da sind schon Fortschritte passiert. Auch in den Kommissionen, zum Beispiel im Nationalrat, hat es immer mehr auch in der Wirtschaftskommission oder so Frauen gegeben. Man hat gemerkt, dass Frauen nicht bloß im Sozialen, in Anführungszeichen, um Bildung kompetent sind, sondern eigentlich in allen Bereichen. Das hat sich schon sehr stark verbessert.
Und mit dem Köpfrollen, weißt du, so Ross, Metzler, Kopf, weißt du, es gibt ja natürlich schon noch ein paar Sachen, wo ich denke, wo nur können Frauen passieren und nicht Männer. Ja, eben, und das sind sicher so Beispiele, ja, wo man es auch einfach den Keilen hat. Ja. Ich persönlich habe das Gefühl, dass ich im 84 bin ich wegen dem Frauenstimmrecht in Liechtenstein mal mit einer Frauenrechtlerin zum Beiz ausgeschossen worden. Das heisst, man darf nicht. Und als dann die erste Landtagsabgeordnete, in dem eigentlich mal gewählt worden ist, sind zwei Männer links und rechts gehockt, um dieser Unternehmerin dann quasi zu sagen, was sie jetzt sollte sagen. Also meinst du, das hat sich jetzt schon ein bisschen verändert in der Schweiz? Ja, das hat sich total geändert. Also Frauen sind da selbstständig und können sich selber durchsetzen. Es gibt auch immer mehr Frauennetzwerke, wo man miteinander mal etwas planen, um wieder ein bisschen weiterzukommen. Oder was ich zum Beispiel immer gemacht habe, wenn es irgendwo eine Podiumsdiskussion hatte, nur mit Männern, dann habe ich einmal angemeldet, ich komme nicht, das interessiert mich nicht. Es gäbe in jedem Thema Frauen, die können mitreden können. Und dort ist relativ viel gegangen. Sie sind sensibilisiert, die so Anlässe organisieren, dass man wirklich zu jedem Thema Frauen sucht und findet. Dann gibt es ja Themen, die beide betrifft. Frauen aber umso mehr, oder? Frauen gebären Kind. In der Schweiz haben sie 14 Wochen Mutterschaft, vielleicht 16 Wochen, je nach Beruf. In Österreich haben sie 2 Jahre. Nachher natürlich auch die ganzen Sozialwerke. Also, ich denke mir immer irgendwie, Frau ist nach wie vor noch sehr benachteiligt. Wir brauchen noch weitere 50 Jahre, oder? Ja, sehr hoffe ich nicht, aber es hat schon noch ein paar Sachen, die man mal ausmerzen muss. Aber das hängt natürlich auch mit den Männern zusammen. Genau. Ich meine, Mutterschaftsurlaub verlängert, da müssen die Männer auch dafür sein, sonst haben wir keine Chance. Es geht nur miteinander, es geht nur. Und jetzt hat es unterdessen natürlich viele Männer, die dann auch tatsächlich halt daheim sind, eine Weile lang, um die Frau zu entlasten. Aber eigentlich müsste es schon noch viel gehen. Aber da braucht es eindeutig Männer, weil Frauen allein bringen solche Gesetzesänderungen nicht durch. Auch nicht mit Quoten? Ja, Quoten helfen schon in gewissen Fällen. Zum Beispiel, dass in der Verwaltungsräte oder so mehr Frauen hat. Aber wenn man nur ein Drittel Frauen zum Beispiel im Parlament hat, dann braucht es tatsächlich für alles immer auch Männer, zum Weiterkommen. Und ich glaube, auch die Männer machen da rechte Schritte vorwärts. Ich hoffe, das Beste für die Kitten ist auch so ein Thema. In Österreich 120 Euro im Monat. Ja. Bei uns Vollkostenrechnung pro Tag 80 Franken. Also, da bist du eher gesagt verschossen, wenn du ja, so ja. Gibt, ja, ja, nein. Also, wie gesagt, es gibt noch ein paar Bereiche, wo man Fürsche machen muss. Da sind sie um den Finger. Die Veranstaltung fängt gerade fast an. Ja. Wie ist es das? SP-Frauen wird von einem Mann eröffnet, die Tagung? Ich finde das gut. Also, warum auch nicht? Es geht ja da nicht darum, ist er ein Mann oder eine Frau, sondern was hat er für eine Funktion. Und gut ist gut. Also, Daniel, gut, he? Gut ist gut. Ganz eine persönliche Frage noch. Du gehst immer noch springen. Politisch aktiv hat man nie mehr etwas gehört. Eigentlich schade. Nein, höchstens so im Hintergrund mal irgendwie einen Text schreiben für irgendjemanden, der eine Stellungnahme machen muss oder so. Nein, sonst habe ich mich jetzt wirklich zurückgezogen. Tilde Fessler, der Saal hat sich langsam gefüllt. Natürlich, vor allem sind die Frauen anwesend gewesen, aber auch ein paar Männer. Und das, was ich gesagt habe, der Daniel Gut eröffnet als Mann, als Erster, nein, das hat nicht ganz gestimmt, weil Tamara Kukus, Vorstandsmitglied von der SP Bux, hat begrüßt. Gut, dann würden wir mit dem Anlass starten. 50 Jahre Frauenstimmrecht. Es freut mich außerordentlich, euch zu diesem besonderen Anlass hier zu Bux willkommen zu heißen. Speziell begrüße ich Frau Altnationalrätin Hanna Saalfeld-Singer. Sie ist extra aus Deutschland angereist, um bei dem und noch weiteren Anlässen zum Thema 50 Jahre Frauenstimmrecht aktiv dabei zu sein. Alle herzlich willkommen zu Bux. Ich darf Sie im Namen vom Stadtrat hier begrüßen. 50 Jahre Frauenstimmrecht. Zeitzeuginnen berichten und schauen ins nächste Jahrzehnt. Braucht es überhaupt so einen Anlass? Ich meine, es braucht einen. Warum? Darum, weil er uns bewusst macht, dass Frauenstimmrecht wirklich erst seit 50 Jahren gibt. Erst seit 50 Jahren. Es braucht den Anlass auch, zum Anliegen für die Zukunft ganz klar und unmissverständlich zu formulieren und die grundlegenden Rechte unbesehen jetzt vom Geschlecht, Religion, Staatszugehörigkeit etc. einzufordern.
Es braucht der Anlass aber auch wie der Kampf. Und du hast den Begriff Kampf auch gebraucht, ich brauche ihn auch bewusst. Der Kampf um Gleichberechtigung, alles andere als einfach war und grosse persönliche Opfer gefordert hat. Und dafür müssen wir dankbar sein, sind wir dankbar sein, wenn wir auch in Zukunft dankbar sein. Ich freue mich darum auch ganz speziell natürlich auf die Ausführungen von der Frau Saalfeld-Singer. Und leider braucht es der Anlass auch, weil es erreichte von vielen, auch von jungen Frauen übrigens, einfach so als selbstverständlich angeschaut wird. Und weil darum den Anliegen, die wirklich gleiche Rechte daraus resultieren sollen, nicht mehr ganz die nötige Aufmerksamkeit geschenkt wird zum Teil. Und dann haben auch viele immer noch beim Wort Feminismus rümpfen die Nase. Viele brauchen sie irgendwo immer noch oder wieder abschätzig, despektierlich. Und das, obwohl ja sogar Frauen wie die Verbundesrätin Viola Amherd sich als Feministin bezeichnet. Sie hat gesagt, solange es den Kampf um Gleichstellung und Gerechtigkeit braucht, solange bezeichne ich mich als Feministin. Ja, ich bin immer noch bei der Frage, ob es den Anlass braucht. Die Frage muss man auch bejahen, darum, weil wir alle, also ich tue mich da einschliessen, aufpassen müssen, dass wir nicht ab und zu regredieren oder zurückfallen die alten Muster. Zum Beispiel bei Stellenbesetzungen oder bei der Anfrage für die Besetzung von wichtigen Ämtern. Da werden Frauen auch heute nämlich immer wieder mal noch kritischer angeschaut als Männer. Mein Wunsch für die Zukunft ist also ganz klar. Ich wünsche mir, dass wir uns irgendwann nur noch ganz diffus an die alten Zeiten erinnern, wo die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern überhaupt ein Thema war. Und dass wir uns in dieser Zeit, die hoffentlich nicht mehr so weit weg ist, Ungleichheit im gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, im sozialen Alltag gar nicht mehr vorstellen können. Geschätzte Damen und Herren, Chancengleichheit, Rechtsgleichheit, Bürgerrecht, Zugang zu Bildung, Zugang zu verantwortungsvollen Ämtern für alle müssen ganz einfach absolut selbstverständlich werden. Diese Themen sollte man nicht ständig bearbeiten, aufwälzen, sondern sie sollten völlig bedingungslos und selbstverständlich gelebt werden. Und dann, wenn wir irgendwann einmal so weit sein werden, dann braucht es vielleicht keine derige Anlässe wie heute mehr. Ich freue mich sehr, geschätzte Anwesende, auf die heutigen Erfahrungen der Frauen, aber auch auf die Analyse der Gegenwart und natürlich den Blick in die Zukunft. Vielen Dank allen, die sich in ihrem Leben bisher so engagiert haben für das wirklich wichtige Anliegen. Vielen Dank aber auch denen, die den Anlass organisiert haben. Und Ihnen natürlich allen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Herzlich willkommen im BUX. Danke. Und wir sind auch sehr stolz als SP BUX, dass der Anlass zustande kommen konnte. Corona, sei Dank oder nicht Dank, ist es jetzt doch noch gelungen. Und für das geht natürlich ein ganz riesiger Dank an Käthi Guth. Sie hat den Anlass geplant, sie hat die Leute rekrutiert, sie hat alles organisiert. Sie ist auch jetzt, ist sie schon, ich weiß nicht, seit wann am Morgen, ist sie schon dran und hat wirklich da Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, dass man auch alle die Leute hat können jetzt anbringen. Und ja, können das erste Mal klatschen? Käthi Guth ist eben diesbezüglich ein Naturtalent. Sie kann das so gut. Hier Netzwerke, Leute zusammenbringen, organisieren. Das ist nicht der erste Anlass, den sie so zustande bringt. Und es ist wirklich, es ist immer erstaunlich, wie das alles funktioniert. Und wir hoffen natürlich, dass es auch nicht der letzte Anlass ist, den sie hier organisiert. Und ich will jetzt, ich weiss, dass am Schluss dann noch so ein bisschen Präsentchen verteilt werden. Und ich will ihr jetzt, wo sonst niemand ein Geschenk bekommt, will ich dir, Käthi, mal einen Blumenstrauß überreichen für das, was du da immer im Hintergrund machst und die immer so zurückhaltest und niemand fragt, oh, wer hat das gemacht? Und sie sagt dann, ja, alle anderen, nur nicht sich selber. Jetzt hast du einen Blumenstrauß verdient, Käthi.
bitte. Aufregend, sage ich euch. Aber schön, dass ich da bin. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich zu Buchs bei euch bin. Erstens die Brüder, zweitens viel früher noch die Großeltern, liebe, heilsame Leute zu Buchs, die dafür gesorgt haben, dass unsere Mutter als Kind überhaupt überleben konnte. Sie war ein armes Kind. Also, 50 Jahre. Ich möchte anfangen mit Erinnerungen an zwei Frauen. Die erste ist Frau Dr. Susanna Steiner-Rost, St. Gallen, Juristin. Und zum 50-Jahr-Jubiläum ist gerade das Buch rausgekommen über sie. Sie hat bis in die 70er-Jahre unglaublich viel geleistet für die Frauenorganisation der SP. Der Titel vom Buch heisst «Du bist wirklich souverän». Ich habe sie im Alter noch kennengelernt und das stimmt. Und der Titel von dem Buch über Susanne Steiner-Rost stammt aus einem Brief von der Alexa Lindner-Margadant. Und da freut mich ganz besonders. Die Alexa ist so krank, dass sie heute nicht hätte kommen können. Vielleicht sehen sie morgen noch schnell. Sie hat dort mal auch kandidiert. Und ich als Quereinsteigerin, ich gebe es ja zu, ich bin erst hier in die SP eingetreten, wo sie mich gefragt haben, kandidierst du für uns? Und ich habe gedacht, ja, ja, den Dienst kann ich tun, wird ja sowieso nichts. Ja, gut, ist es so gewesen. Und jetzt, nach diesen zwei Frauen, muss ich an zwei Männer erinnern. Das eine ist der Regierungsrat und langjährig Nationalrat Matthias Eggeberger gsi. Der andere ist der Paul Steiner, St. Gallen gsi. Der war so freundlich, in einen Ständeratskampf zu gehen, wo er gesagt hat, ist aussichtslos, aber wir müssen es probieren. Und er hat es dazu gebracht, dass er einen zweiten Wahlgang gebraucht hat. Und dann hat man gewechselt. Matthias Eggeberger ist im zweiten Wahlgang ist gewählt worden im Kanton St. Gallen. Und dann hat es in irgendeiner Zeitung, leider hat es niemand ausgeschnitten für mich, aber ich habe es gesehen, ein kleines Inserät gehabt, wählt nicht Eggeberger, sonst kommt die Pfarrerin. Und ja, gut, und dann bin ich halt gekommen, ich habe gesagt, Mein Mann hat gesagt, jetzt haben wir ja gesagt, dass du kandidierst. Ja, jetzt sagen wir auch ja, dass du das machst. Wir finden schon eine Lösung. Und Sie müssen sich vorstellen, die freisinnigen Herren, die viel Macht hatten, damals im Kanton, vor allem die Altstädte, die wir geschafft haben, haben herausgefunden, dass es einen Paragraph 75 in der Bundesverfassung gibt. Da hat sich einmal gegen katholische Priester im 19. Jahrhundert gerichtet. Wählbar in den Nationalrat sind nur Personen des weltlichen Standes. Und plötzlich haben sie mich gross aufgebauscht und zu einer geistlichen Frau gemacht, als wenn ich eine Priesterin gewesen wäre. Die Lösung war, ich habe verzichtet auf meinen Lohn, habe verzichtet zu predigen. Mein Mann hat mehr von diesen Funktionen übernommen und ich habe die Sozialarbeit unentgeltlich weitergemacht, auch die Seelsorge im Krankenhaus. Zu Bern oben, die Juristen waren froh um die Lösung, haben unterschrieben. Der Bundesrat Furgler hat gesagt, gut. Und die Altstädte haben gesagt, wenn wir sie nicht packen, dann können wir einem Mann das Leben ein bisschen schwer machen. Und das Ende vom Lied war, wir haben nicht mehr können, keine Kraft mehr gehabt. Wir sind fort, wir sind auf Wiel. Mein Mann ist in den Kanton Zürich gependelt, weil wir das Geld gebraucht haben. Und Ende vom Lied, nach einem sehr glanzvollen Wiederwahl im 75, habe ich einfach nicht mehr können.
aber die Partei hat einen Sitz gehabt. Und ich bin gegangen. Und wir haben von vorne angefangen und eigentlich ist das Leben zwischen meinem Mann und dem Kind und mir so weitergegangen. Jeder hat immer seine Aktivitäten gehabt und jeder hat seinen Teil an der Familienarbeit geleistet. Bis heute. Gut, aber das ist ein anderes Kapitel. Also, wir haben gesagt, wenn man anfängt, jetzt muss ich zeigen, dass wir Frauen das auch können. Es gibt ein Foto, das in letzter Zeit wieder durch die Zeitung gegeistert ist. Ich sitze auf dem Platz 132 im Nationalratssaal. Hinten an mir steht der Matthias Eggenberger mit dem Stumpen in der Hand. Unvorstellbar heute. Aber er ist wirklich ein liebenswürdiger Mentor geworden. Neben mir rechts Weber Thurgau, guter Jurist, hat man viel raten. Und ein paar Sitze weiter ist Hedi Lang von Zürich gesessen. Die zweite Nationalratspräsidentin, erste Regierungsrätin in Zürich. Und vom ersten Tag weg hat es zwischen Hedi und mir einfach gut geigert. Wir haben den Amt verstanden. Also mein Anfang zu Bern war von viel gutem Willen begleitet gewesen. Um mich herum sind die einzelnen Nationalräte von Thurgau, Appenzell, Ausserrhoden, Glarus, Graubünden gesessen und mit denen hatte ich es gut gehabt. Ja, schon eine merkwürdige Situation gewesen. Zwei Frauen aus dem Kanton St. Gallen im Nationalrat. Frau Dr. Hanni Thalmann, CVP, ist nämlich direkt gewählt worden. Die ersten Frauen haben die Rosen bekommen. Ich bin zwei Wochen später gekommen und habe eine Einzelordination bekommen. Und das Foto ist auch wieder durch die Presse geistert, vor zwei Wochen. Gut. Und wenn man bedenkt, der Kanton St. Gallen hat hier das Frauenstimmrecht im Februar noch abgelehnt hatte. Wir haben es den anderen Kantonen verdankt. Stimmrecht auf Gemeindesebene, Kantonsebene, nichts. Wenigstens in der evangelischen Kirche haben die Frauen seit ein paar Jahren Stimmrecht gehabt. Und ich habe meine ersten parlamentarischen Erfahrungen in der reformierten Kirchensynode gemacht. Sonst hat man noch die Möglichkeit gehabt, in die sogenannte Frauenkommission für die Schulgemeinden einzusteigen. Ja, das habe ich gerne gemacht. Ich bin ja schließlich als Schweizer Mädchen auch in der SEC durch alle Mädchenfächer durchgeschleust worden. 8 Stunden Handarbeit und was weiß ich was. Wissen Sie noch? Das hat mir nichts ausgemacht, die Frauenkommission. Aber ich wollte halt noch etwas mehr wollen. Ja, natürlich hat es in Bern schon auch Leute im Nationalrat gehabt, die gedacht haben, kann die da echt? Sie hat weder Jura studiert, noch hat sie Wirtschaft studiert, eine Theologin. Ja, ich habe keinen Hehl daraus gemacht, dass ich etwas anderes gewusst habe als andere Leute. Und ich habe einfach immer gut darauf geschaut, egal was verhandelt worden ist, gibt es eine Lücke, wo die Schwächsten in der Gesellschaft übersehen worden sind. Straßenverkehrsgesetz. Sind es Kinder gewesen? Es hat Tausende von Kindern gegeben, die in den Quartieren in Verkehrsunfällen verwickelt waren. Mit schlimmen Schäden. Also, Antrag auf Temporeduktion. In den Quartieren zum Schutz der Kinder. Ich bin natürlich untergegangen, ganz klar. Und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, auch nicht alle Frauen, auch nicht alle aus der Fraktion, haben amig verstanden, dass ich wieder etwas entdeckt habe, was andere übersehen haben. Macht nichts. An eine Frau möchte ich noch erinnern. 1974 ist die erste Bundesrichterin gewählt worden.
auch wieder aus dem Kanton St. Gallen. Und zwar Frau Dr. Margrit Bigler-Eggenberger. Vielleicht denkt sie heute an uns. Ich denke auf jeden Fall an sie, denn sie hat sehr, sehr viele Gutachten gemacht für die SP-Frauen und andere Organisationen. Sie hat auch Bücher veröffentlicht, was noch alles fehlt zur Gleichberechtigung und so weiter. Nicht nur die Politikerinnen, auch ihren als Richterin, als erster Bundesrichterin, haben wir sicher viel zu verdanken. Ja, ich könnte auch stundenlang Dönekens erzählen. Also, Dönekens, auf Schweizerdeutsch heisst das eine lustige Geschichte oder so. Oder manchmal auch nicht so ganz lustig. Ich will nur noch schnell sagen, ich habe nachher ein spannendes Leben gehabt. Ich habe halbtags als sogenannte Schulpfarrerin gearbeitet, also an einem Gymnasium Religion unterrichtet. Da konnte ich alles wissenschaftlich, was ich gelernt habe, brauchen. Und nebst ihnen habe ich immer wieder gesagt, Wipperfürth, wo wir gewohnt haben, die Welt ist grösser als Wipperfürth. Und habe in dieser Stadt mit 80% Katholiken, mehr in der Minderheit, eine ökumenische Initiative gegründet mit dem Ziel, dass die Leute in der Stadt einfach kapieren, dass es in der Welt Hunger und Ungerechtigkeit gibt und Ursachen für Krieg. Und ganz konkret haben wir einen Weltladen oder einen Claro-Laden in der Schweiz gegründet, geführt und immer weiter ausgebaut. Und nach 20 Jahren, obwohl man gewusst hat, dass ich SPD-Mitglied bin, hat mich die CDU von der Stadt mit einer Zweidrittelmehrheit mit dem ersten Bürgerpreis geehrt. Also, es ist mir nie langweilig geworden. Das erzähle ich euch einfach, dass es einen Haufen Möglichkeiten gibt. Und ich habe mich dann wirklich spezialisiert auf die grosse, weite Welt. Und wenn ihr an Konzerninitiativen und so etwas denkt, dann sind wir wieder bei dem, was euch alle auch beschäftigt und euch näher geht. Jetzt komme ich langsam zu etwas anderem. Jubiläum. 25 Jahre. Ich bin angereist zu Bern. Es hat Gruppenarbeiten gegeben. Es war eine Session mit Kommissionen. Spannend gewesen. Da sind von den ersten 11 noch fast alle anwesend gewesen. 40 Jahre habe ich Hildegard Fessler kennengelernt. Beim 40-Jährigen hat mich schon unser Sohn, der unterdessen Jurist geworden ist in der Schweiz und im Justizdepartement schafft in Bern, begleitet dürfen, weil ich hier schon gekumpelt habe. Und bei dieser Gelegenheit haben wir Hildegard Fessler kennengelernt. Es war für mich ein grosses Erlebnis, dass der Kanton St. Gallen wirklich die SP immer noch Frauen hat, die aktiv sind. Und dann sind in Solothurn noch Filmtage gekommen mit dem Film «Die göttliche Ordnung». Ich war eingeladen von der Simonetta Sommaruga. Sie hat nämlich die Idee hatte, wir schauen den Film an und nachher, als sie zu ihrer Rede kam, hat sie gesagt, ich habe ein Geschenk mitgebracht und hat Gabrielle Naschen vom Wallis und mich, uns zwei Letzten, die noch von den 11 leben, mit nach vorne gebracht und wir hätten etwas sagen sollen. Und ich konnte natürlich noch sagen, die Landschaften haben mich berührt als Ostschweizerin. Ich konnte noch sagen, ja, so war es gewesen. Aber mein Mann hat sich halt nie darum gekümmert, um all die Gesetze, die die Schweizer hatten. Er hat immer gesagt, wir machen es, wie wir es wollen und wenn ich es für die für richtig finde. Also gut, ich habe nicht viel müssen sagen. Obwohl, ich habe noch gesagt, schade, dass im Appenzellerland gerollt ist. Es hätte mir auch im St. Galler Rintal gefallen. Aber
Ich bin ungeheuer stolz auf viele Frauen. Aber ich kann immer wieder noch sagen, meinet nicht, wir müssen nur alle oben mitspielen. Das war nämlich ungeheuer schwer für mich dort mal im Nationalrat sitzen. Und im Kanton waren Frauen zum Teil noch recht ratlos. Sie konnten ja nicht mehr in der Schulgemeinde den Mund aufmachen. Und das hat mir eigentlich gefehlt. Und ich kann euch noch sagen, unterschätzt die Arbeiten auf Gemeindesebene nicht, auf Kantonsebene, auf allen Ebenen. Er wird überall gebraucht. Natürlich könnt ihr beide sagen, die einen stehen ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit, die anderen müssen manchmal ein bisschen viel im Hintergrund machen. Darum hat es mir so gefallen, dass Kette heute den Blumenstrauß bekommen hat. Denn ich habe auch gute Erfahrungen mit ihr gemacht. Ja, irgendwann nach Solothurn, nein, Solothurn selber, habe ich Barbara Gysi kennengelernt. Ist sie auf mich zugekommen und hat sich vorgestellt. Und das war eine wunderschöne Begegnung. Und kurze Zeit später, als ich dann meine Grosskinder in Bern besucht habe, bin ich wieder mal ins Bundeshaus, habe ich auch Claudia kennengelernt. Und seither habe ich einfach einen Draht zu diesen beiden. Und das finde ich wunderbar. Und es berührt mich ganz besonders eure Arbeitsteilung. Die eine kümmert sich mehr um Klima und internationale Zusammenarbeit. Und die andere kümmert sich mehr um das, was näher ist. Nämlich Altersvorsorge, Pflegeinitiativen und so weiter und so weiter. Also ich will jetzt nichts zu diesen euren Anliegen sagen, da geht mir eigentlich steht mir nicht zu, weil ich zu lange weit weg lebe. Aber ich freue mich, dass ich auch die beiden kenne. Und wenn es Corona wieder zulässt und ich wieder ein bisschen mehr auf Bern kann, zu den Grosskindern und zu Sohn und Schwiegertochter, wäre ich mit meinem Badge sicher wieder jemanden ins Bundeshaus kommen. Und eine Geschichte erzähle ich noch. Ich war ausgerechnet zu Bern, wo es im Ständerat um gleicher Lohn für gleiche Arbeit debattiert haben. Und mein dort mal Jüngste, ich war 11, hat in der Schule gefragt, komme ich frei über? Ich will gerne mit meiner Großmutter zum Ständerat. Und er hat frei bekommen. Und der Bub ist mit mir gekommen. Und wir sind oben gesessen auf der Tribüne. Unten dran, auf der hinteren Bank, ist Barbara gesessen und noch andere Frauen. Und wir haben zugelassen. Und dann Mittagessen ist der Bub zu Hause ausgefragt worden. Ich habe noch gestaunt, wann er alles verstanden hat. Und ich denke, das ist gut. Auch wenn du noch klein bist, aber er ist es kapiert. Und vom 50-Jahr-Jubiläum brauche ich nichts zu erzählen. Es war bewegend für mich vor 2 Wochen zu Bern. Und es ist heute bewegend für mich, bei euch zu sein. In den Zeitungen habt ihr genug gelesen, im Fernsehen habt ihr einiges gesehen. Also, ich mache Schluss. Danke viel, viel mal, dass ihr mir zugelassen habt. Wow, was für eine spannende Rede. Faszinierend, wie viel Wichtiges man doch in so kurzer Zeit kann sagen. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber was ich aus dieser Rede für mich mitnehmen werde, habe ich mir jetzt kurz notiert und das möchte ich jetzt mit euch teilen. Damals wie heute ist es genau gleich. In dem Sinn genau gleich, wir erfahren immer noch Diskrimination. Vielleicht auf anderen Ebenen, in anderen Themen. Wie können wir das verbessern oder sogar ausmerzen? Zusammen geht es, wenn wir zusammen arbeiten und zusammenhalten. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, dass der Kampf weitergeht. Wir sind noch heute noch lange nicht am Ziel. Leute werden ausgegrenzt,
Egal wegen was. Sechs wegen der Hautfarbe, sechs wegen einem Namen, sechs, weil sie zu gross sind, weil sie zu klein sind. Und ich könnte da, glaube ich, jetzt noch Stunden weiterreden. Nur weil sie in ein Schema nicht hineinpassen. Und für das möchte ich mich weiterhin einsetzen. Und was Frau Hanna Saalfeld-Singer auch gesagt hat, wir müssen nicht immer zu oberst oben mitspielen. Und nur dort muss etwas passieren und nur dort müssen wir uns einsetzen. Wie sie gesagt hat, wir müssen auch unten etwas machen. In den Gemeinden, in den Kantonen, in unserem Familienkreis, im Freundeskreis, überall müssen wir uns einsetzen für das, was wir sagen, für das können wir einstehen und das ist uns wichtig und das ist uns richtig. Danke vielmals.